What a different a day makes. Ja, was für ein Tag einen Unterschied ausmacht. Bis gestern war eigentlich noch völlig klar oder sehr wahrscheinlich, die Fed wird nur 0,5% die Zinsen anheben. Aber das war gestern. Nur little 24 hours later ist alles anders. Gestern ja dieser Artikel im Wall Street Journal, der gesagt hat, ja, die Fed überlegt sehr aktiv eine Zinsanhebung von 0,75% und plötzlich ist alles anders. Die Märkte gestern abgeschmiert, heute arrangiert man sich so ein bisschen, tariert sich so ein bisschen aus. Relativ wenig Bewegung jetzt vor der FED-Entscheidung, aber diese FED-Entscheidung wird eben dann zu großen Bewegungen führen, zu sehr großer Nervosität führen heute. Das ist so eine Art Vorgeplänkel, das man nicht allzu ernst nehmen kann und muss. Und dann haben wir am Freitag noch den großen Verfall. Aber schauen wir uns mal an, wie man vielleicht oder wie zumindest die Erwartung des Marktes ist, was passiert, wenn die FED dies macht oder das macht oder jenes macht. Und damit starten wir gleich mal in medias res. Hier zum Beispiel Bank of America in ihrer Umfrage, die sie unter großen Investoren macht. Und die sagen, naja, wenn die Fed jetzt nur 0,5% die Zinsen anheben würde, dann wäre das ein echter Schocker. Das wäre schlecht, weil man dann sagen würde, ja, ihr seid hinter der Kurve wegen der Inflation. Also würde es vielleicht kurz einen Spike nach oben geben, aber dann einen Abverkauf. Würde die Fed dagegen 100 Basispunkte anheben, also eine richtige Zinskeule auspacken, dann würde vielleicht der Markt zuerst fallen, aber dann deutlich steigen, weil man sich sagt, naja, die sind jetzt schon langsam vor der Kurve, die nehmen es ernst und müssen dann danach nicht mehr so viel machen. Also so verrückt ist die Welt. Faktisch würde man also einen riesigen Zinsschritt feiern, einen zu kleinen, in Anführungszeichen zu kleinen Zinsschritt, 0,5 ist ja schon eine richtige Portion. Das würde man dann praktisch mit einem Abverkauf beantworten. JP Morgan hingegen sagt, ja, 50 Basispunkte, also dieser 0,5er-Schritt, das wäre das Negativste überhaupt. Das heißt, die Fed kann jetzt gar nicht mehr eigentlich 0,5 anheben, sonst hat sie ein Riesenthema mit den Märkten. 75 Basispunkte könnte zunächst mal für eine Rallye sorgen. Mit dem großen Verfall am Freitag kann alles anders werden. Und 100 Basispunkte, das könnte eine tricky Geschichte werden, aber man sieht das dann auch im Endeffekt positiv, wenn also die Fed praktisch einen großen Schluck aus der Flasche nimmt, weil man sich dann sagt, naja, dann wird der Schmerz hinterher vielleicht nicht mehr so stark. Also das ist jetzt die Situation, in der die Fed sich hineinmanövriert hat und sie hat das gestern durch einen Wall Street Journal Artikel im Grunde lanciert, was man machen will und muss. Warum hat man das über die Presse gemacht, über einen Journalisten gemacht, der oft Jerome Powell interviewt, weil wir noch in der Blackout Period sind, also dieser Zeit vor der Fed-Sitzung, wo die Fed-Mitglieder sich nicht öffentlich äußern dürfen. Inzwischen haben die Märkte das jetzt eingepreist. 95% Wahrscheinlichkeit bei den Fed Fund Futures. Die sagen, ja, das wird 0,75%. Und noch vor einer Woche waren es 4%, also von 4% auf 95%. Das ist mal ein Schritt. Und David Rosenberg merkt an, ja, wir hatten 8% Inflation schon vorher mal gehabt. Das ist nicht das Außergewöhnliche. Aber jetzt sind wir in der Situation, dass die Fed in einen Bärenmarkt die Zinsen massiv anhebt. Und seit gestern sind wir ja auch wieder in einem Bärenmarkt, was den S&P 500 betrifft, sind also 20% und mehr gefallen vom Hoch. Und hier sehen wir, dass der S&P 500, das ist hier hellblau, diese Bilanzreduzierung vor allem ein Stück weit vorwegnimmt, im oberen Chart hellblau, wie gesagt, diese schwarze Linie ist die zu erwartende Reduzierung der Bilanzsumme. Morgen wird es darauf ankommen, dann was Paul sagen wird in der Pressekonferenz, dürfte einer der schwierigsten Auftritte sein, die er da zu absolvieren hat. Bei der letzten FED-Sitzung hat er noch gesagt, also 75 Basispunkte, da haben wir nicht wirklich drüber gesprochen, not actively considered, daraufhin die Märkte ja deutlich gestiegen damals, weil man Hurra geschrien hat, dass die Fed eben nicht 0,75% überhaupt in Erwägung gezogen hat. Das waren noch Zeiten. Und dann wird es auf die sogenannten Dotplots ankommen. Also das, was die FED-Mitglieder selber denken, wo die Zinsen stehen. Inzwischen
wird angenommen von den Märkten, dass wir im Februar 2023 bei 3,75% bis 4,0% Zinsen sein werden. Ja, jetzt reagiert also die Fed mit großen Schritten, könnte man sagen, nachdem sie vorher zu lange gepennt hat. Und jetzt reagiert sie in einer Situation, wo wir vermutlich, wahrscheinlich jetzt den Peak der Inflation wirklich gesehen haben. Das haben ja viele vor den Daten angenommen, die am Freitag gekommen sind. Sie haben gesagt, das war Peak Inflation. Jetzt sehen wir, dass die Inflation zurückgeht. Und bums, dann nochmal dieser neue Rekord mit 8,6%. Seitdem ist Stille an der Peak Inflation Front. Und das ist vielleicht genau jetzt die Zeit, die Peak Inflation auszurufen, wenn es keiner mehr tut. Denn es gibt durchaus Indikationen, dass das so ist, dass wir jetzt nicht mehr diesen Preisauftrieb in dieser Dimension sehen werden. Erste Indikation: Erzeugerpreise heute, Kernrate, also ohne Nahrung und Energie, jetzt 2 Monate in Folge rückläufig. Wir sehen, dass die Vormonatszahlen runterrevidiert wurden, also die Erzeugerpreise wurden runterrevidiert in der Headline-Zahl des Vormonats. Jetzt sagte dann Dudley von der Fed nochmal in Reaktion eben auf die Inflationsdaten, vor allem am Freitag, dass eben die Fed wahrscheinlich 75 Basispunkte machen wird, aber er würde auch 100 Basispunkte nicht ganz ausschließen. Also hier nochmal Vollalarm von den Fed-Mitgliedern, wo wir erste Indikationen haben, dass die Inflation ihr Peak erreicht hat. Zum Beispiel Consumer Sentiment Michigan, da sehen wir, dass etwa die Anschaffungsneigung von Durable Goods, also von langlebigen Gütern, etwa Autos oder keine Ahnung, irgendwelche Sachen, die man sich nicht ständig kauft, sondern ab und zu, dass die auf ein neues Tief gefallen ist, das wir schon seit vielen Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben. Das heißt, die Leute sagen, die Sachen sind zu teuer, kaufe ich nicht mehr. Das heißt, wir sehen, dass die Nachfrage zurückgeht. Das ist etwas, was dann wiederum die Inflation dämpft. Hier sehen wir mal eben dieses Reading. Wir hatten ja am letzten Freitag mit 50 Punkten das schlechteste Verbrauchervertrauen ever, das wir da gesehen hatten, und vor allem eben diese Anschaffungsneigung für Durable Goods. Ist es eine gute Zeit, solche Dinge zu kaufen? Dann sagen fast alle Befragten, nein, keine gute Zeit. Und wenn sie nicht glauben, dass es eine gute Zeit ist, dann tun sie es auch nicht. Dementsprechend werden wir wahrscheinlich jetzt in dieser Woche schon die Einzelhandelsumsätze aus den USA mit einem Knick nach unten sehen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Rezession, und das wird bestätigt etwa durch Trucking Demand, also praktisch Lastwagenverkehre in den USA. Nachfrage nach Transporten über Lastwagen, hier mal die verschiedenen Zonen der USA, also Mittlerer Westen, Westküste, Ostküste, Schnipp und Schnapp, Süden. Und wir sehen, das weist jetzt alles bereits nach unten. Also die Nachfrage zeigt erste Abschwächungstendenzen, und wie gesagt, das ist die Voraussetzung, dass wir dann eben auch weniger Nachfrage sehen und beziehungsweise weniger Inflation sehen. Und wir sehen jetzt auch dann vor allem im Tech-Sektor erste Entlassungen, die stattfinden. Hier etwa Coinbase, die heute gesagt haben, sie werden 18% ihrer Mitarbeiter entlassen. Da gibt es jetzt einen zynischen Tweet von Christopher Bloomstran, der sagt, liebes Team, hier eine Mitteilung des CEOs von Coinbase, Brian Armstrong. Liebes Team, wir standen vor der Entscheidung, ob wir Werbung beim Super Bowl machen oder 18% der Belegschaft entlassen. Wie ihr seht, ist uns die Entscheidung nicht schwer gefallen. Coinbase hat ja den teuersten Werbeplatz, den man in Amerika buchen kann, gebucht, eben beim Super Bowl. Also hier schon ein gewisser Sarkasmus, der hier greifbar wird. Also erste Risse am Arbeitsmarkt. Dann schauen wir uns mal an die frische Umfrage der Bank of America unter diesen großen Fondsinvestoren. Werden sich die globalen Profite verbessern oder verschlechtern? Dann sehen wir haben jetzt ein Reading, eine Zahl, die nur kurz vor Platzen der Dotcom-Blase so schlecht war und auf dem Hochpunkt der Finanzblase, der Finanzkrise so schlecht war. Es ist schlechter jetzt als auf dem Hochpunkt des Corona-Crash. Also das muss man sich vorstellen. Man geht davon aus, dass all das schwächer wird. Unten sehen wir CEO Confidence, also das Vertrauen, der Optimismus der CEOs, auch massiv abgestürzt, noch nicht auf historischen Tiefs, aber sehr, sehr schlecht. Befragt man kleinere Unternehmen,
Unternehmen, Small Businesses, dann sehen wir, wie stark hier die Werte abgestürzt sind. Die kleinen Firmen haben angefangen, bereits Leute zu entlassen oder keine mehr einzustellen. Jetzt kommen die Tech-Firmen und dann irgendwann kommen die großen Firmen. Und wenn die Leute nicht mehr in Arbeit sind oder mehr Leute nicht mehr in Arbeit sind, dann gibt es weniger Nachfrage und dann geht die Inflation nach unten. Mit anderen Worten, die Fed hat wieder mal ein absolut miserables Timing. Sie hat die Inflation lange ignoriert. Jetzt überreagiert sie, weil sie eben zu lange geleugnet und negiert hat. Und das ist die Tragik einer Notenbank von Ahnungslosen, die nicht schlauer sind als wir anderen, sondern letztendlich in einem Elfenbeinturm leben. Ein einziger der FED-Mitglieder, nie zwei, der derzeit der stimmberechtigten FED-Mitglieder hat schon mal jemals irgendwo anders gearbeitet als in der Universität oder bei eben der FED. Das sagt so ziemlich alles. Die haben keine Wirtschaftserfahrung und so kommen solche Prognosen zustande. Und jedes Mal, wenn die FED die Zinsen anhebt oder fast immer, wenn die FED einen Zinsanhebungszyklus startet, dann endet das Ganze in einer Rezession. Und Daniel Eckert von der Welt hat hier es, glaube ich, sehr, sehr gut erkannt. Warum fallen die Märkte seit letzter Woche? Weil man erkannt hat, dass eben diese Hochinflation nur bekämpfbar ist auf Kosten einer Rezession. Das haben die Aktienmärkte lange nicht kapiert, an dieses Soft-Landing-Szenario geglaubt, auch an das Peak-Inflation-Szenario viel zu früh geglaubt. Jetzt glaubt keiner mehr dran und jetzt sind wir vielleicht so weit, wie ich vorhin versucht habe, zumindest mit einigen Indikatoren hier anzudeuten. Wann endet der Bärenmarkt? Ja, das ist die Frage, die sich JP Morgan stellt. Da sagt man, ja, die Inflation dürfte August bis September peaken. Ist ja auch nicht mehr so furchtbar weit von jetzt aktuell. Und erst dann, wenn die Inflation zurückgeht, dann enden diese Bärenmärkte, die eben aufgrund der Inflation getrieben sind. Erinnern wir uns, vor 9 Monaten hat die Fed gesagt, wir denken noch nicht mal dran, die Zinsen anzuheben. Not thinking about raising interest rates, wie schnell das alles gegangen ist. Also bevor Paul im November neu nominiert wurde durch Joe Biden, war das noch eine völlig andere Welt. Seitdem ist der Wurm drin. Wir haben jetzt alleine in den letzten 4 Tagen die schlechteste Strecke seit März gesehen, März 2020, genauer gesagt. Das war der Hochpunkt des Corona-Crashes. Damals hat die Fed dann 1 Billion in QE mal eben rausgezaubert, Repo und Corporate Bond Purchases angekündigt, also praktisch Anleihen gekauft. Und wir sind 1,08% am Donnerstag gefallen, 2,38%. Oder Mittwoch gefallen, dann Donnerstag minus 2,38%, dann 2,91%, dann 3,23%. Wie gesagt, das ist schon ein ziemlicher Hammer. Und jetzt hat hier aus dem Weißen Haus Jean-Pierre, der sich äußert als Pressesprecher für das Weiße Haus, gesagt, ja, das Weiße Haus beobachtet durchaus den Aktienmarkt. Das ist Ihnen ein bisschen spät aufgefallen, dass das für Joe Biden vielleicht bei den Zwischenwahlen dann ein Problem werden könnte, wenn diese Bässe weitergeht. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Fed vor den Zwischenwahlen diesen Umsteuerungsprozess machen wird, weil Biden dann sagt, naja, wenn die Aktienmärkte komplett am Boden liegen, dann brauche ich zur Wahl gar nicht antreten, denn es sind doch ausreichend genug Amerikaner, die eben Aktien besitzen, die Sparpläne haben, Renten, aktienbasierte Rentensparpläne, und die werden dann nicht begeistert sein. Wie stark wir ja schon im Prinzip ausgebombt und überverkauft sind, sehen wir hier. Nur noch 1% der S&P 500 Aktien im Tech-Sektor sind über ihrem 50-Tages-Durchschnitt. Das ist der niedrigste Wert seit März 2020, wie der Corona-Crash. Und 91% der Nasdaq-Werte sind unter ihrem 200-Tages-Durchschnitt. Das hatten wir zuletzt seit der Finanzkrise im Jahr 2008. Also wir sehen, da ist was passiert. Da ist durchaus ein gewisser Schaden entstanden. Wir sehen auch hier in allen Parametern total überverkauft. Das dürfte einen Bounce irgendwie irgendwann wahrscheinlich im Umfeld der FED-Sitzung erstmal nach oben auslösen. Allerdings dürfte das keine wirklich langfristige Kaufgelegenheit sein, aber da kann man dann vielleicht ein paar Positionen kurzfristig mal aufbauen. Im großen Verfall oder in den großen Verfall würde ich persönlich jetzt eher nicht long reingehen, weil einfach die letzten Verfallstage gezeigt haben, dass da meistens etwas nach unten geht. Kann diesmal anders sein, aber viele werden wahrscheinlich auf der Call-Seite stehen mit Optionen.
werden von diesem Einbruch ein bisschen überrascht worden sein. Ja, wir haben jetzt 4 Tage hintereinander, jenseits des heutigen Tages, deutlich fallende Märkte gesehen, nämlich mehr als 9% beim S&P 500. Und wir sehen, das hat es schon ein paar Mal gegeben. Oft war es in der Nähe von Tiefpunkten, aber eben nicht immer. Wir haben eben auch so etwas gesehen auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase. Ja, manchmal ging es dann nochmal weiter nach unten, aber wir sehen, das sind natürlich schon extreme Werte und wir haben ein neues Allzeittief gemacht, was die sogenannte Advanced Decline Readings betrifft, also Aktien, die steigen, in Aktien zu fallen. Und zwar sind da Werte von über minus 400 jetzt erreicht worden in den letzten Tagen. Das gab es in der Form noch nie. Also das ist schon sehr, sehr ausgebombt. Dementsprechend sehe ich derzeit keine hawkische Überraschung mehr durch die Fed, wie sie also die Märkte auf dem falschen Fuß erwischen könnte. Das könnte nur irgendwie vielleicht ein Zuckerl dabei sein, was dann die Märkte zumindest kurzfristig gutieren. Jedenfalls sehen wir, dass der S&P 500 ein Bärenmarkt ist, also mehr als 20% verloren hat. Aber 6 von 11 Sektoren im S&P 500 haben weniger als 20% verloren. Finde ich ganz interessant. Energie ist allerdings der einzige Sektor, der deutlich im Plus ist seit dem 3. Januar. Was sich besser hält, sind Consumer Staples, Healthcare, Utilities. Das sind so die am wenigsten negativen Sektoren und am schlechtesten Consumer Discretionary. Eben solche Käufe wie Autos etc. oder Communication Services, da ist richtig was passiert. Der eigentliche Crash aber, der passiert am Anleihenmarkt. Schauen Sie sich das mal an, hier die globalen Bondmärkte in der Performance. Diese dunkelblaue Linie ist die Performance in diesem Jahr, gab es so noch nie. Es könnte das schlechteste Jahr für die Anleihenmärkte ever werden. Wir sehen heute die 10-jährige US-Staatsanleihe in Richtung 3,5% unterwegs, neues Zwischenhoch. Wir sehen, dass die 30-jährigen Mortgage Rates über 6% jetzt gestiegen sind, 6,13%. Das wird viele amerikanische Hausbesitzer oder Hauskäufer, die finanziert haben, ihr Haus mit flexibler Finanzierung killen schlichtweg. Das wird bedeuten, dass wir früher oder später niedrigere Immobilienpreise in den USA sehen werden. Und das ist ja das, was die Fed auch gerne sehen will. Vergessen wir nicht, 2021 hat ein Hausbesitzer mehr Vermögen akkumuliert als ein durchschnittlicher Lohnempfänger in einem ganzen Jahr, weil eben sein Haus durchschnittlich $53.000 teurer geworden ist, mehr wert geworden ist, während der Durchschnittslohn in den USA bei $50.000 liegt. Und dieser Druck durch die Fed, dem kann sich auch unsere großartige EZB nicht entziehen. Knut, der Holländer von der Netherlands Bank, hat jetzt gesagt, ja, also wir werden jetzt im Juli vielleicht 0,25% anheben, aber dann könnten wir auch 0,5% anheben oder 0,75% anheben. Wörtlich hat er gesagt, auf die Frage, würden Sie 0,75% Anhebung sogar in Erwägung ziehen? Ja. Alles, was ich sagen kann, dass wir mehr Möglichkeiten haben als 0,5%. Erinnern wir uns noch, ich kann mich noch erinnern, als ich hier in einem Video sagte, die EZB wird im Jahr 2022 die Zinsen anheben. Sie weiß es nur noch nicht, nachdem Lagarde ja noch gar nicht lange her immer wieder gesagt hat, nein, nein, 2022 werden wir die Zinsen nicht anheben. Jetzt hat die EZB das Problem, dass die Spreads, die Renditedifferenzen zwischen der 10-jährigen deutschen Anleihe und der italienischen auf 250 Basispunkte, also 2,5% gestiegen ist. Das ist der höchste Wert seit Mai 2020. Und dann noch ein kleines Zuckerl in Sachen Energie. Wir haben jetzt die Situation, dass durch die Nachfrage der Europäer aufgrund der Sanktionen gegen Russland nach Flüssiggas wir eine massive Energiekrise in Pakistan haben. Da können teilweise keine Fertilizer, also Düngemittel mehr hergestellt werden. Da haben wir Blackouts, da haben wir dann Generatoren, denen geht das Benzin aus. Die versuchen jetzt mit allen verfügbaren Mitteln irgendwie noch irgendwie an Energie zu kommen. Warum? Weil wir sozusagen als kaufkräftigere Interessenten, denen eben das Wasser abgraben. Man sieht also, alles hängt mit allem zusammen und wenn wir jetzt sozusagen Flüssiggas kaufen, dann kann es ein anderer nicht mehr kaufen, in dem Fall Pakistan. Und da wohnen ja auch 2 oder 3 Leute. Insgesamt sehen wir, dass der Gaspreis heute deutlich gestiegen ist. Gazprom schickt weniger Gas über Nord Stream 1, warum das so ist, in dem Artikel, den Sie hier oben sehen. Dann hat der Bund noch Gazprom Germania oder Germania mit einem Kredit vor der Insolvenz bewahrt. Erste Empfehlung, die ich Ihnen geben möchte. Zweite Empfehlung,
Marcello Fraccherino und andere sagen, ja, guckst du die bösen Mineralölkonzerne, die holen sich die Profite rein, die durch die Steuervergünstigung durch den deutschen Staat jetzt ermöglicht wurden. Naja, da hat das IFO mal eine genaue Untersuchung gemacht und zeigt, weitgehend, zumindest sehr weitgehend, wird das weitgegeben, nicht weitergegeben an die Tanker, an die Tankenden, aber nicht zu 100% vielleicht, aber doch in Richtung 100%. Aber es ist natürlich immer sehr leicht, gegen die fiesen Konzerne zu wettern. Und wir sehen etwa, wie jetzt mal die Situation in Shanghai und in China ist, wie da die Kosten explodieren und die Finanzen ruinieren von Städten, die sich das alles nicht mehr leisten können. Es gibt ja praktisch eine permanente Testpflicht. Wahnsinnige Ressourcen werden gebunden in diesem Sektor Corona-Bekämpfung, neben den wirtschaftlichen Schäden des Lockdowns. Ein Insider-Bericht direkt aus Shanghai möchte ich Ihnen als dritten Artikel empfehlen und sage jetzt Ihnen einen schönen Abend bis morgen. Dann die FED-Sitzung, das wird richtig knallen. Ich sage Servus und Ciao.